So, kolossaler Verfall. Es gibt aber auch keinen Hinweis, was man hier bei dem Gegner anwenden soll. Weil ich meine, ich kann den vollpumpen. Dann wird er wütend und schießt mit Bomben auf uns. Ah, da haben wir jetzt ein Köpfchen zu sehen. Das haben wir ihn abgeschossen. Okay. So, jetzt können wir den wieder weiter mit Munition vollpumpen. So, dass er wütend wird. Und okay, da ist ein neuer Kopf an der Seite jetzt. Den können wir anfangen wieder abzuschießen. So, jetzt ist er wütend geworden und wir rennen einfach mal ein bisschen weg vor ihm. Auch wenn ich nicht glaube, dass das groß was bringt. Ah, okay, doch, bringt tatsächlich was. Einfach wegrennen, so lange, bis er wieder aufhört, hinter uns hinterher zu rennen. Und der nächste Kopf muss dran glauben. Okay, den hätten wir erwischt. Und er hat uns erwischt. Nein. Wie viele Köpfe hat er denn jetzt noch? Okay, an den kommen wir gar nicht so ran. Aus dem Perspektive, wir schießen einfach mal eine Runde auf ihn. Er hat uns noch, aber das dürfte jetzt noch kein Problem sein. Gut, er hat uns nochmal ausgespuckt und wir müssen jetzt erstmal weg von ihm. Genau, weit genug weg und er hat seinen Kopf verloren. Wir haben ihn besiegt, diesen komischen motorbetriebenen Schleim, und er verschwindet einfach. Wir haben ihn also noch nicht besiegt. So, die Türe öffnet sich. Er nimmt seinen Schleim mit wahrscheinlich. Ah, das wird einfach nur hart. Okay. Irgendwo habe ich hier Kisten stehen sehen. Genau. Weg mit den Kisten. Und kaputt. Aber bloß Zähne drin. Oh, Mist. Wir brauchen unbedingt Leben. Wir haben nur eine einzige Rose. Unser Bild ist blutverschwommen, zerkratzt. Aber wir müssen einfach weiter. Okay, das ist nichts zum Glück. Und das sieht aus wie eine Fleischerei. Hm, ziemlich abgefahren, dieses Spiel auf jeden Fall. Was es hier alles so zu sehen gibt. Gab es hier noch irgendwo einen Eingang vielleicht? Tatsache. Hier gibt es noch ein Schlüssellöchlein. Und wir kommen wieder in eine Nebenwelt, so wie es aussieht. Ein paar Zähne. Und hier haben wir nochmal Plattform Nummer... Na, bleib stehen. Plattform Nummer 1. Plattform Nummer 2. Jetzt müssen wir dagegen schießen. Hoffentlich senkt sich unsere Plattform in der Zeit nicht ab. So. Dann haben wir hier noch eine Plattform. Ah, die bringt uns nach oben. Und hier geht es wahrscheinlich wieder zurück oder rüber in diese Welt mit der Grinsekatze. Und der Schätze treiben den Verfall nicht. Seine Attacken können verheerend sein. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine... Okay, jetzt sollen wir wieder Gegner töten. Wo sind denn unsere Gegner? Och nee, nicht die Augendinger. Oh, wir können also mit dem Hammer draufhauen. Ich sehe gar nichts aus der Perspektive. So, erstmal die Arme da kaputt gemacht. Gut. So. Und immer drauf auf die komische. Eins, zwei. Und boah, drei ging nicht. So, das Ding ist erstmal komplett verschlossen wieder. Zwei. Und drei. Okay, der hat auf seine eigene geschossen. So, das Ding wäre hinüber. Und ausgewichen. Und wieder drauf ins Gesicht. Und wieder ausgewichen. Und weiter geht. So, dreh dich um. Wir brauchen dein Auge. Genau. Oh, falsche Seite. Und auch das Ding wäre kaputt. Puh. Und da kommen die nächsten Gegner. Warum auch nicht? Immer weiter. Oh, die Teekanne schießt da auf uns schon. Müssen wir schnell dafür sorgen, dass wir dort dichter rankommen. Und es gibt noch mehr von diesen anscheinend. Von den Teekesseln hier. Oh, viel zu viele Gegner wieder auf einmal. Wie sollen wir denn die überleben? Und wir sterben. Einmal in den Berserker-Modus. So. Den hätten wir jetzt hier schon mal so weit, dass wir... Oder auch nicht. Na komm schon. So.
den werden wir erledigt. Jetzt müssen wir uns hier noch um die Teekessel so ein bisschen kümmern, damit diese erstmal weiter kaputt gehen. Boah, ich sehe überhaupt nichts von hier. So, die gucken wir mal, dass wir die aus der Ferne jetzt abgeschossen kriegen. Jetzt wirft er gerade wieder. So, eins. Na, jetzt wirft er nicht mehr, okay. So, den Kessel müssen wir jetzt erstmal kaputt machen. Und der hängt fest. Gut, der kommt noch nicht rum. Das ist unser Vorteil gerade. Na komm schon, geh kaputt, Auge. Unsere Kanone ist überhitzt. Nein. Jetzt wirft er wieder. Einmal ausgewichen. Gut, wir können die auch kurz ausweichen. Und jetzt müssen wir die hier endlich kaputt kriegen. Gut, die haben wir jetzt kaputt. Jetzt können wir uns um den da wieder kümmern in Ruhe. Zwei und drei und jetzt auf ihn. Der steht da bloß ein bisschen blöd, so eingeengt. Jetzt wirft er wieder. Ah, schade, dass wir hier keine Anzahl haben, wie viele Gegner wir noch besiegen müssen, bis wir das hier geschafft haben. So, und immer feste drauf. Und weiter geht's. Ein Herz wäre auch mal wieder schön. Also, ein Leben. Nein, und wir sind gescheitert. Bekommen wir jetzt keine Rose? Also wir können auf jeden Fall fortfahren. Mal gucken, ob wir eine Rose... Ah, wenn wir ein Upgrade auf die Pfeffermühle machen, erhöht sich unsere Feuergeschwindigkeit. Na, das wäre doch was. Also graden wir einfach mal die Pfeffermühle ab. So, jetzt haben wir schon eine rote Pfeffermühle. Also wir versuchen es noch einmal. Gut, wir müssen also gucken, dass wir die Augen, also diese Augendinger da, von Weitem erstmal abschießen. Wir haben doch keine. Ja, wir haben doch keine, ist gut. So, den da von Weitem. So, immer schön drauf. Na komm, so, den hätten wir hinüber und den müssen wir jetzt noch hinüberkriegen. Jetzt wirft er leider. So. Na komm, mach schon deine Augen auf. So, den Auge hätten wir schon mal wieder angekratzt auf jeden Fall. Zwei, drei und jetzt darauf wieder. Jetzt hat er natürlich sein Auge zu dem Moment, wo wir Zeit hätten. So, jetzt können wir das Auge richtig kaputt machen und jetzt nehmen wir uns den vor. Oh, das, da hätten wir ausweichen müssen. Solche einfachen Treffer dürfen uns... Oh, noch ein zweiter, so ein einfacher Treffer. Die dürfen uns nicht leisten. So, was macht er jetzt? Okay, er rennt. Dreh dich um. Und er haut natürlich gleich nochmal zu. Jetzt haben wir einen Moment Zeit, um ihn erstmal ein oder zwei Köpfe sogar gleich auszuschlagen. So, beide Köpfe hinüber. Super. Und da haben wir die nächsten Augen, auf die wir los müssen. Oh, das war knapp. So, den haben wir hinüber. Jetzt haben wir da den nächsten Augenpott. Und die anderen sind noch weit weg, so dass die uns anscheinend nicht richtig treffen können. So, die überhitzen gerade. Und, oh, den hinten wollte ich eigentlich gar nicht. Sondern ich will erstmal den. Zwei, drei, super. Na komm schon, mach die Augen wieder auf. Na komm. Oh, der hat zum Glück seinen eigenen getroffen. Und wir haben wieder eins hinüber. Gut. Und die hier ist nicht hinüber. Sie ist bloß angeschlagen gewesen. Okay. Und er wirft wieder leider. Aber er ist nicht möglich, also nicht in unserer Reichweite. Na komm schon. Teekännchen. So. Jetzt muss er, muss aber jetzt nochmal schießen. Er hat noch Augen, noch seine Arme vor den, vor dem Gesicht. Weil ich weiß nicht genau, ob wir die ihm abschlagen können. Ich glaube nämlich nicht. Er muss jetzt einmal schießen. Ah, genau, jetzt wirft er, beziehungsweise werfen. Er schießt ja gar nicht. Eins. Jetzt ist er wütend. Oh, das war wieder blöd getroffen.
Ich will nicht schon wieder jetzt in dieser Runde hier scheitern. Oh, der Wurf will nochmal werfen. Oh, Glück gehabt, dass wir noch weit genug weg haben in diesem kleinen Moment, in dem er uns nur Zeit gelassen hat. Und wir haben Erfolg. Wir haben es geschafft. Wir haben es überstanden. Komm, Alice, nicht trödel. Du hast schon den Zug verpasst. Ja, wir haben öfter mal schon den Zug verpasst. Und wir haben die Rose komplett gefüllt. Und bekommen... Ah, wir bekommen tatsächlich eine neue dazu. Der Hutmacher. Und wir werden zurückgebracht. Erledige treibenden Verfall rasch. Ja, gucken wir mal, wie wir den treibenden Verfall rasch erledigen. Und wir müssen dahin zurück. Die Zähne da in der Luft würde ich jetzt erstmal in der Luft lassen. Und wieder durchs Schlüsselloch hindurch. Da sehe ich doch schon was Unsichtbares rumfliegen. Eine unsichtbare Schweineschnauze. Die müsste, wenn ich richtig hin habe, dort. Genau, dort hängen. Super. Und dort oben haben wir jetzt was zum Hochspringen bekommen. Ha, cool. Glücklich gesehen im richtigen Moment für eine weitere Flasche. Da hinten ist nichts. Okay, das heißt, wir gehen in die Fleischerei hinein. Sieht nicht unbedingt einladend aus, aber die Grinsekatze will was. Bilder sagen mehr als Worte. Manchmal mögen wir sie nicht, manchmal verstehen wir sie nicht. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Okay, den Fleischhaufen können wir auch nicht kaputt machen. Und das Ding auch nicht. Gut. Gibt's hier vielleicht noch irgendwie was Verstecktes? Aber wahrscheinlich nicht, weil wir hatten jetzt schon ein Schlüsselloch für unsere Rose und eine Flasche mit einer unsichtbaren Schnauze. So, hier geht's jetzt noch weiter nach oben und dort rein. Eigentlich würde ich... Nee, nach oben geht's nicht weiter. Gut. Das heißt, wir müssen dort geradeaus hinein und mal gucken, wo wir jetzt sind. Das sieht hier so ein bisschen wieder aus wie das Theater vom... Genau, von dem da. Von dem... Schreiner? Nee. Naja, ihr wisst schon, wen ich meine. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Von dem Zimmermann, genau. Jetzt habe ich es doch wieder. Da oben fliegt... fliegt unsere Tröte. Und unser Oktopus sitzt davor. Dürfen wir jetzt hier wieder hinein? Anscheinend nicht, okay. Ach, hier ist ja auch das Theater.